In dieser Folge spreche ich mit einem M&A-Berater darüber, wie unterschiedlich die großen, zum Beispiel die Big Four, an Projekte kommen, wie es vielleicht dann so die dahinter tun und wie es auch ihr tut. Du warst angestellt in dem Feld, genau. Du hast mittlerweile dein eigenes Team, rund 15 Leute, in sehr kurzer Zeit aufgebaut zum Thema Unternehmenstransaktionen. Genau. Sag vielleicht nochmal ganz kurz, wer du bist, was du machst, Oliver. Ja, Oliver Kolb. Ich bin jungfräuliche 36 Jahre alt mittlerweile. Habe seit knapp 2 Jahren jetzt eine eigene M&A-Beratung mit Block Management. Wir sitzen in Frankfurt und haben hauptsächlich Unternehmensnachfolgen als Kernthema, wo wir Entrepreneure, mittelständische Unternehmer im Zuge ihrer Unternehmensnachfolge begleiten. Wir machen genauso auch Geschäfte mit Finanzinvestoren, die Plattforminvestitionen tätigen und die dann Buy-and-Build-Strategien fahren. Mhm. Schönes Schlagwort. Und wir begleiten auch mittelständische Unternehmer und Konzerne, auch im Rahmen von Zukäufen. Und ein bisschen Funding machen wir auch. Also falls ihr was braucht, wisst ihr Bescheid. Ja. Bist nicht der Erste, der fragt. Okay. Manche haben Kunden schon gesagt, wann ist eure Series A? Ja. Wir melden uns. Bevor wir drüber reden, wie die ganz großen Geschäfte machen, fand ich es erstmal spannend zu verstehen, Nachfolge, Riesenthematik, hast du das Gefühl, das Problem wird gerade immer schlimmer? Ist es gerade wegen dem veränderten Umfeld, also höhere Zinsen, schwieriger, solche Verkäufe durchzuziehen? Ja, also ich würde ein bisschen differenzieren in Abhängigkeit der Größenordnung von so einer Transaktion. Wir sind sehr stark im Small- und Mid-Cap-Geschäft, also sagen wir jetzt mal angefangen von marktfähigen Transaktionen irgendwo bei 5 Millionen Volumen bis 200 Millionen. Heißt Unternehmenswert in dem Fall? Unternehmenswert, genau. Da hast du wirklich auch einen Markt, in dem du Unternehmen mit so einer Beratungsdienstleistung, wie wir bringen, auch verkaufen kannst. Mhm. Und du hast dann, sag mal, größeres mittelständisches Geschäft, so bis 1 Milliarde, und dann hast du Large-Cap-Transaktionen, die natürlich in einem viel größeren, oder was heißt natürlich, die in einem größeren Maße einfach an Fremdfinanzierung hängen. Und da spielt das Zinsumfeld, das wir aktuell haben, natürlich eine wesentlich stärkere Rolle. Das bedeutet, dass wenn die Finanzierung teurer ist, am Ende der Kaufpreis auch nicht so hoch sein kann. Und dann, gerade wenn du irgendwie ein Unternehmen in der Größenordnung hast und das veräußern willst, spielt es schon eine strategische Rolle zu sagen, warte ich halt noch 2, 3 Jahre und schau mal, ob sich das Umfeld entsprechend ändert. Das kann ich vielleicht als mittelständischer Unternehmer, der 10, 20 Millionen Euro Umsatz hat, gar nicht zwangsweise machen, weil ich 70 Jahre alt bin und vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder welchen Gründen auch immer, einfach auch gezwungen bin, das Thema voranzutreiben und ich nicht die Möglichkeit habe zu sagen, ja, warte ich halt jetzt nochmal 2 oder 3 Jahre. Weil am Ende kann ja auch niemand garantieren, dass makroökonomisch dann jetzt alles besser ist. Sagst du aber, das wird jetzt besser tendenziell, Unternehmensnachfolge in Deutschland, oder wie dieses Problem von Jahr zu Jahr schlimmer? Weil ich kenne dann manchmal auch auf LinkedIn so Posts, dass man sagt, ja, pro Jahr 300.000 Unternehmensnachfolgen oder so und wird niemand gefunden. Ja. In was für eine Richtung geht das? Ja, ich glaube schon, dass es gerade ein Thema ist, das so Klein- und Kleinstunternehmen umtreibt. Du hast teilweise für so Kleinstbetriebe, sagen wir so bis 10 Leute oder 15 Leute. Handwerksunternehmen. Beispielsweise, ja, da hast du einen sehr schwierigen Markt, weil häufig die Weiterentwicklung des Unternehmens halt an einer Person hängt. Und wenn der jetzt aufhört, so, was hast du dann noch für einen, losgelöst von der Einzelperson, einfach noch für einen Geschäftsbetrieb? Mhm. Und das macht es schwierig, weil du, ich habe es auch so ein bisschen so in meinem eigenen Bekanntenkreis so ein bisschen auch die Wahrnehmung oder neben die Wahrnehmung war, dass Leute immer, weil sie nach was Großem streben, sondern dass jetzt irgendjemand, der einen Handwerksbetrieb mit 15 oder 20 Leuten führen möchte, dass es solche Leute einfach ganz wenig gibt. Und wie gesagt, ich glaube, in der Größenordnung ist es schwierig oder wird schwieriger, weil einfach auch die größte Anzahl an Unternehmen in den Größenordnungen existiert. Mhm. Ja. Okay. Da wird es auch jemanden geben, der das irgendwie konsolidiert, schätze ich mal. Ja. Also ich habe auch hier von meinem Mitgründer, von Thomas, einen Bekannten, der hat vor 2, 3 Jahren angefangen, Handwerksbetriebe, Malerbetriebe zusammen zu kaufen, weil er einfach sagt, ich bin Mitte 20, ich habe mit einem Laden, der gut läuft, Geld verdient. Ja. Ich habe das Geschäft verstanden, ich habe durch meine eigene Tätigkeit da auch ein Grundvertrauen von den anderen
Und dann ist das eigentlich so ein Ding, wo ich glaube, der jetzt bei 300 Leuten dann schon ist. Geil. Und irgendwie roundabout 30 ist. Also. Ja, es gibt echt spannende Nischen, gerade weil in den Kleinstbereichen, sage ich jetzt mal, so zwischen 10 und 30 Leuten, das macht für den einen oder anderen, der als strategischer Investor oder als Private Equity konsolidiert, kann das Sinn machen. Für Einzelne ist es aber dann auch wieder zu klein, sodass du, wenn so ein Unternehmer seine Nachfolge organisieren will und du für denjenigen spezifisch eine Lösung bietest, weil er halt sagt, ich mache halt jetzt nur Malerbetriebe und das ist mein einziges Projekt, das ich habe und fange da an, überregional zu konsolidieren, dann habe ich auch wenig Wettbewerb. Und dann ist das ein spannendes Modell. Gibt es in unterschiedlichsten Branchen, also ist jetzt nicht nur logischerweise Handwerk, sondern allumfassend. Okay. Dann, wie läuft dieses Geschäft? Wo würdest du die Unterscheidung sehen zwischen einem Partner, der bei PwC, bei EY arbeitet und letztendlich einem Unternehmer wie dir? Ja, also ich meine, wir haben natürlich ein bisschen anderes Risikoprofil. Ja. Am Ende stehen wir mit unserer eigenen Kohle da im Feuer. Und all das Wachstum, das wir in den letzten 2 Jahren vorangetrieben haben und jetzt zukünftig auch vorantreiben, ist auch, wir sind auch gebootstrapped, also da ist keine externe Kohle drin, sondern wir wachsen im Grunde organisch. Natürlich haben Leute und auch Partner in anderen Institutionen, die sich einbetten in eine globale Organisation, auch entsprechende Budgetvorgaben, aber es ist natürlich nochmal ein anderes abgefedert sein, falls irgendwas nicht funktioniert. Und ich habe die Wahrnehmung, dass sich das natürlich auch in unserer Geschäftsentwicklung ausprägt, also dass wir schon in sehr starkem Maße bemüht sind, in unterschiedlichsten Bereichen Geschäft zu generieren, sei es jetzt über einen Sektorfokus, sei es über Netzwerkveranstaltungen, eigene oder externe, sei es über Social Media, LinkedIn, dass da das breite Bespielen an unterschiedlichen oder um an unterschiedlicher Stelle Kontaktpunkte zu setzen, für uns schon wesentlich ist. Ja. Hat viel damit zu tun, wen kenne ich, mit wem tausche ich mich Auf regelmäßig jeden Fall, aus, klar. um dann zum richtigen Zeitpunkt einer von den dreien oder fünf zu sein, wo die Anfrage kommt. Ja, Netzwerk ist da tatsächlich alles. Also wenn ich da 10 oder 15 Jahre zurückschaue, da meine logischerweise mangels entsprechender Social Media Plattform, war das Geschäft analog. Also, und da ging es nur und ausschließlich über Kontakte. So, mit wem war ich irgendwie, keine Ahnung, im Golfclub, oder mit wem war ich jetzt irgendwie jagen, so, und mit welchen Rechtsanwälten esse ich regelmäßig. So, das ist dann der Haupttreiber gewesen. So, das ändert sich Ist aber. das weniger wichtig geworden oder hat sich da sozusagen das von Small auf Mid-Cap-Segment ein bisschen verschoben? Na, ich glaube nicht, nee, weniger wichtig geworden ist es nicht. Es ist weiterhin ein super relevanter Baustein, Also dass du muss ich innerhalb heute deines. jagen und gleichzeitig auch einen LinkedIn-Post absetzen, darüber am besten. Immer gern, ja, immer gern. Wobei, da hast du wahrscheinlich Shitstorm-Gefahr, ne? Kann man gut Ja, verpacken. Wir können Heli-Jagen. jeden Geschäftsvorfall, Ja. jedes Treffen, jeden In Kontaktpunkt. Purpose Wir wollen wir. finden da das, was erzählenswert ist. Ja. Naja, aber Meistens. das ist schon super relevant, dass du das weiterhin machst. Jetzt ausschließlich auf digitale Medien abzustellen, macht Stand jetzt noch keinen Sinn. Du hast einfach auch zu viele Unternehmer, die finden da gar nicht statt. So, die sind irgendwie 60, 70, sondern auch die musst du ja irgendwie erreichen. So, das Facebook. ist. Seid ihr Facebook? Facebook, Facebook. Nee, Ja, da was gab sind es die denn doch. vorher noch? Naja, dachte ich auch, aber habe keinen mehr gefunden. MySpace vielleicht. Stimmt, gab es ja davor auch noch. Ja. Nee, aber Spaß beiseite. Also, das spielt schon auch eine immer wesentlichere Rolle. Gerade wenn wir, ich meine, jeder Jungunternehmer gefühlt ist auf LinkedIn. Und ich merke selber, Empfänglichkeit für Kommunikation über LinkedIn ist da. Und ich brauche jetzt nicht irgendwie jemanden vorgestellt zu bekommen über einen guten Kontakt, den ich seit Jahren kenne, sondern wenn mir irgendjemand eine sinnhafte Nachricht schreibt auf LinkedIn und also dann gehe ich da genauso in Kontakt. Und das ist aber auch kein Hindernisgrund. Anderes Selbstverständnis. Auf jeden Fall. Das heißt, andersrum sagst du, dass die Angestellten, Big Four Partner, sagen wir jetzt mal, oder Next Ten, dass die dann eher den Luxus haben, innerhalb ihres eigenen Unternehmens zu netzwerken und da immer wieder was runterfällt, weil der eine gerade wegen einem anderen Projekt eigentlich sagt, übrigens, da könnte es hier bald, weil wir eine Ja, Empfehlung ausgesprochen haben, um eine Transaktion gehen. klar, also sowas spielt natürlich eine andere Rolle in derlei Organisationen. Also da hast du ja nicht nur das M&A oder Transaction Services Geschäft, sondern du hast genauso die Wirtschaftsprüfung, du hast auch eigene Rechtsanwälte dort sitzen, die natürlich
ihrerseits wiederum eigene Kunden und eigenes Netzwerk haben und gerade an den Stellen, in denen die anderen Einheiten, sag mal von diesen Big Four oder Next Six oder sowas, an denen die sitzen, hast du ja auch eine Vertrauensposition gegenüber deinem Mandanten. Und dann bist du eben häufig derjenige, der kontaktiert wird und dann kannst du es entsprechend weiterreichen. Damit will ich nicht sagen, dass ausschließlich das Geschäft dort so funktioniert, aber das ist natürlich ein Faktor, der dort eine nicht unwesentliche Rolle spielt und bei uns halt gar nicht stattfindet. Hm. Ich muss sagen, ich finde es schon bewundernswert, wenn du jetzt sagst, in 2 Jahren auf 15 Leute, klar mit ein bisschen Netzwerk, aber was ist dann der, also und ohne diesen klaren Fokus. Also mein Gefühl ist es häufig ein Unternehmen, wenn es in der Beratung noch eine Chance haben will, aber vielleicht ist dann dieser Markt ein bisschen anders, dass es eine Spezialisierung braucht, um sich halt abzugrenzen. Ja, also grundsätzlich, das hast du richtig gesagt, sind wir sektoragnostisch, also ohne klare Spezialisierung. Wir haben in einzelnen Branchen mehr gemacht als in anderen, was natürlich hilft. So, da ist es halt eine beispielsweise eine Fokussierung auf Telekommunikation oder Glasfaser und Technologie, die damit zusammenhängt. In einer anderen Branche ist irgendwie Handwerk, Bau und alles, was da an Produkt und Dienstleistungen mit dranhängt, kann auch Software sein, in der das Netzwerk einfach sehr breit ist. Das hilft natürlich, dort einfach auch eine Geschichte erzählen zu können, was dein eigenes Netzwerk betrifft oder so klassische War-Stories halt von, was hat mein Wettbewerber im Verkauf gemacht. Das hilft natürlich, um Vertrauen zu schaffen. Aber auf der anderen Seite haben wir einfach qua unserer eigenen Beratungshistorie ja 12, 13 Jahre an Storytelling, das wir mit rausgeben können. Und dann ist es halt nicht zwangsweise das in Selbstständigkeit, sondern das im Arbeitnehmerverhältnis. Und da haben wir genauso wesentliche Rollen im Prozess gespielt und Verantwortung getragen. Und das Netzwerk aus der Zeit ziehst du natürlich auch jetzt mit. Und natürlich nicht alles. So in Teilen ist es logischerweise ein Netzwerk, das du an der Organisation hängend hast. So, und am anderen, man kennt sie genauso, sind das Leute, die halt an dir als Person hängen und mit denen du dich halt dann weiterentwickelst. Von daher finden wir das schon auch immer mal wieder spannend und beeindruckend, wie das sich so entwickelt hat in den letzten 2 Jahren. Aber Zufall war es am Ende halt auch nicht. Sondern die 40 Stunden waren halt dann auch schnell mal 100. Und das merkst du dann halt an der entsprechenden Entwicklung, die nur so halt möglich war. Mhm. Wie geht's weiter? Was habt ihr vor? Sehr gute Frage. Ich bin irgendwie nie ein Freund davon gewesen, so 5-Jahrespläne zu machen, sondern auf sich zu fahren, hilft mir ganz gut. Ich bin ja am Ende auch ein Zahlentyp und bin ganz gerne in so 1 oder 2 Jahresplänen. Und für uns ist erstmal wichtig, dass wir einerseits die Mitarbeiterstruktur weiter ausbauen, wir aber auch unsere Partnerstruktur weiter ausbauen. Ein nicht unwesentlicher Punkt, weil natürlich am Ende ist Zeit der limitierendste Faktor, den du hast. Und wenn du eine Mischung aus Projektbetreuung und Neukundenakquise machst und gleichzeitig der Aufbau der Organisationsstruktur auch an dir hängt, so dann bist du halt super schnell bei den 100 Stunden und sitzt am Sonntag irgendwo und denkst dir trotzdem, irgendwie habe ich nichts geschafft. Von daher, das auf mehr Schultern zu verteilen, ist schon ein wesentlicher Punkt bei uns. Auch die Ausweitung des Dienstleistungsspektrums ist super spannend, für alle auch in der Branche, weil du hast einfach Kontakt zu wahnsinnig spannenden Leuten und bist damit an Punkten, die es, ich will nicht sagen einfach, aber du bist zumindest relativ zügig auch in Gesprächen drin, die es dir erlauben, unabhängig von einem M&A-Projekt Themen anzubringen. Natürlich die jetzt so dann vielleicht, was eine Finanzierung betrifft, beispielsweise so als Klassiker. Das ist schon für uns auch spannend. Oder dass man auch sich Restrukturierungsthemen vielleicht mit einem gewissen Fokus anschaut. Jetzt so ein bisschen die aktuelle Marktlage antizipierend, dass da natürlich auch viel Geschäft auf der Straße liegt. Ja. Und bei sowas vielleicht, das könnte man natürlich auch versuchen, irgendwie organisch zu machen und sagen, ja gut, dann mache ich halt Restrukturierung irgendwie mit und dann Finanzierungsberatung kann ich schon auch. Aber wenn du das wirklich seriös betreiben willst, dann brauchst du da Leute, die 100% Fokus drauf haben. Und nur so kannst du dich dann als Organisation weiterentwickeln. In solchen Zeiten habe ich gelernt, wenn restrukturiert wird, da werden mit die besten Deals gemacht. Bisweilen, ja.
Okay. Vielen Dank, Olli, für die Einblicke. Gerne. Wenn man bisher zugehört hat, Ja, wie und wo kann ja, man mehr ja. von dir erfahren? Ja, an erster Stelle logischerweise online unter blog-management.de. LinkedIn sind wir auch ein bisschen unterwegs. Marcel ein bisschen sportlicher als ich. Und wir haben auch eine wunderhübsche Oldschool-Telefonanlage. Da kann man sich gerne melden. Cool. Alright. Also, ich kann euch empfehlen, wenn das spannend war, auch nochmal die Folge, die wir vor kurzem aufgenommen haben, zu Ollis Vita euch anzuhören. Das war dann nochmal ein Tick persönlicher und lasst uns gerne wissen, wie ihr das Ganze fandet. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Consulting.